Hallo Freunde, das heutige Video dreht sich um ein Thema, was wir im alltäglichen Leben eigentlich gar nicht so sehen, bis es einen dann selber trifft. Und zwar das Thema Tod. Der Tod. Kein Mensch weiß, was nach diesem Tod passiert. Keiner weiß, ob man in den Himmel kommt, ob man irgendwo auf der Welt neu geboren wird. So was soll es ja angeblich geben. Man weiß es nicht. Man hat keine Erinnerung, wenn man neugeboren wird, an sein altes Leben. Vielleicht irgendwann sieht man Parallelen, aber sonst auch nicht. Das Einzige, was die Angehörigen sehen, das Einzige, was ich sehe, ist der tote Körper, beziehungsweise die Vorstellung. Ja, und zwar, es gab einen furchtbaren Todesfall in meiner Familie. So, meine Oma ist gestorben. Die Mutter meiner Mutter und meiner Tante. Das soll jetzt kein Video werden, wo ich euch die ganze Zeit was vorheule. Das soll einfach ein Video werden, wo ich an sie denke, wo ich von ihr erzähle, ein paar Geschichten, die wir so erlebt haben. So kann ich auch besser mit diesem Thema abschließen. So kann ich auch besser damit klarkommen, dass ich sie nie wiedersehen werde. Und genau. Also ich fange mal an. Also meine Oma ist gestern am 18.10. gestorben. Und zwar genau zu der Zeit, wo ich zur Berufsschule gefahren bin. Also als ich da im Bus drin saß, so gegen 10:30, ja, war sie schon fast tot. Dann wurde uns irgendwie erzählt, dass sie eine halbe Stunde reanimiert worden ist. Und leider erfolglos. Und dann ja, wurde meine Tante halt darüber informiert, dass sie halt verstorben ist. Und dann hat meine Tante meine Mutter angerufen. Und meine Mutter hat mich dann darüber informiert, als ich dann in der Berufsschule war. Bin ich dann kurz rausgegangen aus dem Unterricht und habe halt mit ihr telefoniert. Und da hat sie mir erzählt, dass sie gestorben sei. Also man kann noch nicht ganz genau sagen, woran sie gestorben ist und ob an Lungenembolie, ob am Herzinfarkt oder einfach Herzstillstand. Ja, also ich hoffe, dass es schnell gegangen ist, dass sie keine Schmerzen erlitten hat. Und ja. Sorry. Das ist immer noch so unmöglich, ey. Das ist einfach. Man kann es einfach nicht glauben, dass er einfach weg ist. Und dass man sie nie wieder sieht. Wir haben echt so viele schöne Sachen erlebt. Damals war ich immer, als ich noch kleiner war, immer so oft in den Ferien, Sommerferien oder Herbstferien bei ihr. Dann haben wir immer Spaziergänge gemacht, haben zusammen gekocht, zusammen Fernsehen geguckt, alles Mögliche. Wir sind in die Stadt gelaufen, waren einkaufen. Wir haben immer wirklich tolle Sachen erlebt. Und auch wenn es nicht viel war und ich mich damals gelangweilt habe, jetzt vermisse ich diese Zeit, wisst ihr? Es war einfach schön, bei jemandem zu sein, der einen richtig liebt, weißt du? Also jetzt abgesehen von meiner Mutter und Tante und Rest meiner Familie, aber das war halt so meine einzige Oma, mit der ich halt wirklich richtig Kontakt hatte, mit der ich lachen konnte, mit der ich weinen konnte, mit der ich immer Spaß hatte. Das ist wirklich. Also, wir sind auch damals immer nach Schleusing gefahren. Da, in der Nähe, wo meine Oma gewohnt hat, da waren wir auch im Einkaufen. Und da gab es so eine Müller-Drückerie, also was ähnliches wie Rossmann, ist halt ein bisschen größer. Und ja, da hat sie mir sehr oft Spielzeug gekauft. Ja, ich habe bei ihr auch immer mit meinen Autos gespielt. Auch öfter Restaurant, weil sie hat mir immer Süßigkeiten und sowas geschenkt.
Und ja, haben auch auf der Schule gespielt. Da habe ich immer Lehrer gespielt. Ja. Genau. Und jetzt möchte ich, dass ihr euch mal hinsetzt, von mir aus eine Kerze anzündet. Ich zünde eine Kerze an. Das mal eine Minute an einen Menschen denkt, der euch extrem wichtig ist und den euch le der leider nicht mehr lebt, den ihr unendlich vermisst und einfach euch so sehr wünscht, dass ihr wenigstens noch für einen Tag sehen könntet, um mit ihm irgendwas zu machen. Und deswegen, ja, ich denke jetzt an meine Oma. Und würde mich so sehr wünschen, dass ich jetzt wieder da wäre. Okay. Ja, so sehr, dass meine Oma jetzt an besserem Ort ist. Und ich hoffe, da wo sie ist, dass sie immer an uns denken wird. Wir werden sie auch nie vergessen. Ja, Leute. Ich hoffe, ihr konntet jetzt auch an einen Menschen denken, der euch besonders nahe liegt, der aber leider nicht mehr unter uns ist. Und ich hoffe so sehr, dass es meiner Oma gut geht. Ja, wo auch immer sie jetzt ist. Und das, was ich mir noch wünsche, ist, dass wir sie irgendwann, wenn es für uns Zeit ist zu sterben, dass wir sie dann wiedersehen. Unsere ganze Familie wieder vereint. Mein Opa, meine Oma, meine Opas und Omas, die ich nie kennengelernt habe, weil sie schon vor meiner Geburt gestorben sind. Die Eltern meiner Omas und Opas. Alle. Dass wir einfach wieder eine große, glückliche Familie ohne Sorgen sind. Es dauert noch ein paar Jahre, aber ich hoffe sehr, dass wir uns irgendwann wiedersehen werden. In einem Leben ohne Sorgen. Und was mir jetzt gerade auch noch so einfällt. Von meiner Oma und mir war immer der größte Traum, der größte Wunsch oder das größte Ziel, wenn ich 18 bin und einen Führerschein habe, dass ich sie dann in meinem eigenen Auto von ihr zu Hause abhole und dann irgendwo hinfahre, einfach eine Spritztour machen. Aber das geht nicht mehr. Ist halt wirklich so eine Vorstellung. Weil ich habe mir damals immer erzählt, als ich gar nicht einen Führerschein gehabt hätte.
und sie abgeholt hätte, um mit ihr eine Spritze zu machen, auch wenn es nur zu kaufen wäre. Ich vermisse dir so dolle. Ich wünsche so sehr, dass du wieder hier wärst. Und ich werde dich immer lieb haben. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Tschüss, Omi. Habt ihr da oben irgendetwas vor? Warum geht ihr alle? Lasst uns hier unten allein, hattet keine Zeit mehr, bei uns zu sein. Du packst deinen Koffer, du gehst auf die Reise, du nimmst deinen Hut. Du gehst still und leise, möchtest niemanden wecken, lässt alle in Ruhe. Du hast uns was dagelassen, den größten Teil von dir. All deine Worte, all deine Noten, das alles blieb hier. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, welchen Namen zuerst. Den, der mir am meisten fehlt oder den, der weniger schmerzt. Habt ihr da oben irgendwas vor? Habt ihr da oben irgendwas vor? Ihr sollt wissen, hier unten war's besser mit euch. Ihr sollt wissen, hier unten war's besser mit euch.